Hi ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Und zwar soll sich heute alles um das Thema Routinen drehen. Ich bin so oft in meinem Leben dran gescheitert, Routinen zu integrieren. Und ich wollte es aber immer wieder, weil ich einfach das Gefühl trotzdem hatte, wenn ich Routinen habe, dass alles besser funktioniert. Also, dass ich ausgeglichener bin, dass ich mehr in meiner Mitte bin, dass dadurch natürlich auch sowas wie Job oder früher auch Schule besser funktioniert, dass ich bessere Beziehungen habe, sei es jetzt früher zu den Eltern oder zu Matthias oder zu wem auch immer, dass ich einfach mehr in meiner Mitte bin und dadurch natürlich verändert sich irgendwie alles und es hat mir einfach gut getan. Und gerade, glaube ich, als ein sehr sensibler Mensch ist es noch mal wichtiger, Routinen zu haben. Aber es fällt mir schwer, immer noch, und vor allem die ganzen Jahre über hat es nie wirklich funktioniert und ich habe immer nach etwas gesucht, was mich dabei unterstützt. Und im letzten Monat stand wirklich alles bei mir unter dem Stern Habit-Tracker und Routinen etablieren, denn ich habe jetzt gesagt, ich greife es jetzt wirklich an und ich will das wirklich jetzt haben in meinem Alltag und habe mich hingesetzt und habe mir einen Habit-Tracker gebastelt. Wer nicht weiß, was das ist, ein Habit-Tracker bedeutet eigentlich nur, dass man gewisse Gewohnheiten aufschreibt, daneben die Tage einen ganzen Monat lang, und dann kann man, also man schreibt zum Beispiel das Gewohnheit Yoga auf und dann hakt man jeden Tag ab, wann man Yoga gemacht hat. Und es soll natürlich dabei helfen, das täglich zu machen und die Routine zu etablieren und es im Blick zu halten. Und ich habe jetzt für mich 5 Dinge rausgefunden, die ich wichtig finde, wenn man mit so einem Habit-Tracker arbeitet. Und ich dachte, ich teile die einfach mal mit euch, damit ihr vielleicht nicht so lange braucht wie ich, bis ihr so ein richtiges Tool findet, was für euch funktioniert. Vielleicht funktioniert für euch auch was ganz anderes, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich teile einfach nur das, was ich für mich rausgefunden habe. Und ich glaube, es ist auch eine sehr individuelle Sache. Aber man kann sich doch Anregungen holen und die Dinge für sich einfach ausprobieren. So, zum Thema Habit-Tracker. Das Erste, was ich immer versucht habe, war das Ganze in mein Bullet Journal oder in meinen Kalender zu machen. Und ich habe jetzt hier in dem von Moleskine sogar vorgefertigte Habit-Tracker. Und zwar finde ich eigentlich total cool. Unter Projektplan hat man im Endeffekt jeweils 4-5 Zeilen und dann einen ganzen Monat und man kann das immer abhaken. Finde ich eine super Sache. Nur ist es da drin? Ich sehe es den ganzen Tag nicht, ich denke nicht dran und ich tue es dann am Ende auch nicht. Also das hat, daran bin ich gescheitert. Deswegen ist mein erster Tipp, macht einen Habit-Tracker so, dass ihr ihn immer seht. Also klar, wenn ihr euren Kalender jeden Tag 10-mal in die Hand nehmt und über diese Seite blättert, okay, dann würde ich aber auch empfehlen, dass ihr den Habit-Tracker als Art Lesezeichen immer an den jeweiligen Tag reinlegt, damit ihr ihn wirklich immer seht und dass der nicht vorne irgendwo drin ist, wo ihr drüber blättert. Oder die andere Variante, wie es ich jetzt gemacht habe, macht es euch auf ein großes Blatt Papier und hängt es an die Wand, wo ihr jeden Tag vorbeigeht. Denn wenn man sieht, denkt man jeden Tag an seine Routinen, man denkt jeden Tag ans Abhaken und man vergisst nicht. Und genau darum geht es ja, dass es präsent ist. Also das war für mich eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Wenn du es jeden Tag siehst, dann ärgerst du dich jeden Tag, wenn du davon was nicht einhältst. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass man sich ganz genau überlegt, für was mache ich jetzt den Habit-Tracker? Meiner Meinung nach gibt es so 2 Hauptarten, einen Habit-Tracker zu führen. Die erste ist, dass man wirklich sagt, ich schreibe da Dinge auf, die ich jeden Tag unbedingt machen will. Und die zweite Variante ist, dass man einfach seine Habits trackt, ja, also wie es der Name schon sagt, seine Gewohnheiten einfach nur trackt, dass man einfach sagt, ich will mal im Blick behalten, wie oft konsumiere ich denn in der Woche Zucker, oder ich will mal im Blick behalten, wie oft lese ich denn in der Woche, oder ich will mal gucken, was weiß ich, wie oft gehe ich in der Woche an die frische Luft, ja, also so Sachen, wo man sagt, die will ich einfach mal im Blick behalten, wie oft ich es tue, ohne mich jetzt dazu krass zu disziplinieren. Und ich finde, es sind 2 grundsätzlich verschiedene Arten davon. Und ich finde es schon wichtig, dass man sich überlegt, für was will ich den Habit-Tracker? Denn dementsprechend kommen wir zu Punkt 3, und zwar die richtige Auswahl an der Menge, die man in so einen Habit-Tracker packt. Denn wenn ich sage, es sind Dinge, die muss ich unbedingt jeden Tag einhalten, also mal so ein ganz krasses Beispiel, ich muss jeden Tag meine Medikamente nehmen, das muss ich einfach, ja, aus welchen Gründen auch immer, chronische Krankheit oder so, oder ich muss jeden Tag ganz dringend irgendwelche Übungen machen für mein Knie oder so, weil wenn ich das nicht mache, hat das sehr, sehr starke Konsequenzen. Oder ich will im Moment wirklich jeden Tag Sport machen zum Beispiel, weil ich irgendein Ziel im Kopf habe und da will ich unbedingt hin. Aber wenn ihr sowas habt, empfehle ich euch, wirklich nicht mehr als 3 Punkte aufzuschreiben. Mehr
dann scheitert man einfach ganz schnell. Das passiert leider sehr schnell und das wollen wir ja verhindern. Ihr könnt ja nach und nach noch was dazu nehmen, aber fangt mit 3 Punkten an von Dingen, die ihr wirklich immer einhalten wollt. Und Dinge, wo ihr sagt, die will ich beobachten oder da will ich so ein bisschen gucken, dass ich es irgendwie zügel oder da will ich mich ein bisschen motivieren, aber wenn ich es mal nicht mache, ist es auch okay. Da könnt ihr natürlich mehr machen. Also ich habe jetzt so ein bisschen eine Mischung in meinem Habit Tracker. Ich habe so 2, 3 Sachen, wo ich sage, das will ich eigentlich jeden Tag einhalten und ein paar Sachen, die ich eher beobachten möchte und wo ich eher so ein bisschen einen Blick drauf haben will. Und es funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Aber da sollte man sich schon eben überlegen und das Ganze bewusst auswählen, sonst überfordert man sich am Ende zu schnell. Dann kann ich euch nur empfehlen, euch für den Habit Tracker einen gewissen Fokus zu überlegen. Also überlegt euch ruhig, wie ich es gerade gesagt habe, 2, 3 Sachen, die ihr wirklich täglich einhalten wollt und packt die in den Fokus, in den Hauptfokus. Also ich finde es ein bisschen schwierig, zu viel verstreute Dinge in so einen Habit Tracker zu packen. Macht es lieber so, und das ist eben meine 4. Empfehlung, macht jeden Monat einen neuen Habit Tracker und überlegt euch jeden Monat, was in dem Monat euer Fokus ist. Als Beispiel, in dem einen Monat ist der Fokus, dass ihr wirklich sagt, hey, mein Hauptfokus gilt Yoga und Sport, sprich Überpunkt Bewegung. Im nächsten Monat sagt ihr vielleicht, mein Hauptfokus gilt der Ernährung und zwar zum Beispiel zuckerfrei und vollwertig. Und dann könnt ihr euch darauf fokussieren. Und das Tolle ist ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Monat euch auf Sport fokussiert, dann habt ihr ja bis zum nächsten Monat schon so ein bisschen eine Routine drin. Und dann könnt ihr euren Fokus ein bisschen verlagern. Oder ihr sagt, nö, ich ziehe das nochmal einen Monat durch. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich da so eine richtige Routine drin habe. Ich brauche da länger, auch total in Ordnung. Aber schaut nicht, dass ihr einen Hauptfokus bei Sport habt und einen bei Ernährung und den nächsten dann noch bei irgendwie Lernen und Arbeit, sondern überlegt euch schon, was ist mein Hauptfokus im Monat. Das bedeutet nicht, dass ich nicht andere Dinge mit dazu nehmen kann, aber einen Fokus sollte man haben. Was ist Priorität Nummer 1 sozusagen in dem Monat? Und schreibt euch das auch oben auf den Habit-Tracker hin, dass ihr wirklich sagt, das sind meine Hauptprioritäten. Also Prioritäten setzen finde ich ganz, ganz wichtig, sonst ist man ganz schnell an dem Punkt, und das hatte ich auch schon, Leute, ich weiß, wovon ich spreche, dass man da sitzt und einen Heulkrampf kriegen kann, weil man sich denkt, ich schaffe das nicht alles. Ich kann nicht so viel Neues integrieren und ich kann nicht an so vieles denken. Und in solchen Momenten ist es wichtig zu sagen, hey, Moment mal, was ist mein Hauptfokus? Und alles andere mal weg und ich konzentriere mich an den Tagen, wo es mir schwerfällt, nur auf meinen Hauptfokus. Und der 5. und letzte Punkt, und der schließt da so ein bisschen an, ist, dass so ein Habit-Tracker niemals so sein sollte, dass ihr euch bestraft innerlich, wenn ihr was nicht einhaltet. Natürlich habt ihr Punkte, wo ihr sagt, ich will das jeden Tag einhalten. Und natürlich ist eine gute Disziplin auch wichtig, zu sagen, hey, also da gibt es eigentlich keine Ausnahme. Aber aus welchen Gründen auch immer, wenn man trotzdem, ich hatte zum Beispiel in dem Monat mal 3 Tage, wahrscheinlich auch ein bisschen hormonell bedingt, wo ich mir gedacht habe, nee, ich will einfach nur im Bett liegen bleiben. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen. Und ich war dann auch so, ich schwank dann auch schnell, ne, dass ich irgendwie sauer auf mich bin, aber das ist der falsche Weg, Leute. Also man muss, finde ich, diese Balance finden zwischen ich diszipliniere mich und zwischen ich habe mich selber gerne und bin gütig zu mir, wenn es mal gar nicht geht. Und man muss aber immer genau hinspüren, denn wir wollen uns ja auch selber manchmal ein bisschen veräppeln und sagen, nee, es geht gar nicht, ich kann gerade gar nicht Sport machen. Dabei ist man einfach nur faul und ist der innere Schweinehund. Aber es gibt auch so Tage, wo man wirklich sagt, wenn ich jetzt zum Sport gehen würde, verknackse ich mir am Ende ein Bein, weil ich so neben mir stehe und dann lasse ich es lieber. Also diese Balance zu finden und diesen Habit-Tracker als was Positives zu nutzen, als einen Ansporn zu nutzen und nicht als irgendeine Selbstgeißelung. Das finde ich voll wichtig, weil ich weiß, dass es schnell so umschlagen kann. Also das finde ich wichtig, dass man da einfach das nur im Hinterkopf behält, dass es passieren kann schnell und dann passiert es schon gar nicht so. Also das waren so meine 5 Tipps und mir macht es total Spaß, das an der Wand hängen zu haben und immer abzustreichen. Und ich habe wirklich mehr Fokus da drauf. Also ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich keinen Sport mache. Und dann mache ich halt doch noch mal wenigstens meine 10 Minuten oder so. Und kann es dann abhaken. Und das ist so ein schönes Gefühl. Also ich kann es euch nur empfehlen. Hat mir wahnsinnig geholfen, mehr Fokus auf Routine zu haben und mehr zu etablieren und so. Probiert es gerne mal aus und schreibt mir, wie das für euch funktioniert hat. Ich würde mich darüber total freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen würden. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Patti.